In diesem Paket befindet sich das beschissenste PlayStation 4 Spiel überhaupt. Und ja, das teuerste ist es auch. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem Haufen Scheiße, den wir auf Passanten werfen. Was? Denn was sich hier nach einer lustigen Idee für eine Samstagnachmittagsbeschäftigung mit den Jungs anhört, ist in Wahrheit tatsächlich die Spielmechanik des 2019 erschienenen Indie-Games Pupslinger für die PlayStation 4. Und genau dieses befindet sich hier in diesem Paket, welches ich heute zusammen mit euch auspacken will. Aber Moment mal, fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere treue Zuschauer meines Kanals. Du besitzt das Spiel doch schon. Du hast das Spiel doch schon mal in einem vorherigen Video gezeigt. Recycelst du etwa den Content? Du Penner? Ja, ich besitze das Spiel schon länger, aber zum einen habe ich es noch nie gespielt und will das heute mit euch nachholen. Dafür habe ich es mir extra nochmal digital für 4,99 € gekauft. Und zum anderen habe ich mit meinem Exemplar etwas angestellt und ich bin sehr gespannt, wie es geworden ist und ob das überhaupt geklappt hat. Aber bevor wir das Paket auspacken, will ich euch noch kurz aufklären, was es mit Pupslinger eigentlich auf sich hat. Also, recycelst du wirklich deinen Content? Was? Nein, denn ich habe es ja jetzt wirklich gezockt und es war im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig beschissen. Pupslinger ist nämlich nicht nur für seine, ich nenne es mal höflich, absurde Gameplay-Idee bekannt, sondern auch dafür, dass es das seltenste und dadurch auch teuerste Spiel für die PlayStation 4 ist. Weil es wurde nur 84 Mal verkauft, zumindest in physischer Form. Kein Scherz. Warum und wieso, das erzähle ich euch gleich, aber aus spielerischer Sicht kann ich das total nachvollziehen. Warum sollte irgendjemand diese Scheiße kaufen wollen? Denn nach meiner ausgiebigen und mehr als ausreichenden Testphase von 32 Minuten und 33 Sekunden kann ich euch mit bestem Gewissen versichern, das Spiel hat nichts zu bieten, wirkt völlig schäbig produziert und sieht unglaublich kacke aus. Das seht ihr ja gerade selber. Aber nicht nur technisch oder vom Artstyle her, ich meine auch so. Denn wie gesagt, ihr schleudert hier Code auf vorbeigehende Menschen. Oder auch mal daneben. Das war's. Und ich will ja nicht behaupten, dass ich das als betrunkener Jugendlicher an dem ein oder anderen Wochenende in der Kieler Bergstraße nicht auch getan hätte, aber als Videospiel ist das leider unfassbar spaßfrei. Ihr habt eine Zwille, auf die ladet ihr Kacker, zielt mit dem Analogstick und ballert mit R2. Das Level ist dabei genau ein Bildschirm groß. Es gibt auch nur 5. Und auf 3 Ebenen gehen unterschiedliche Menschen von rechts nach links oder links nach rechts und ihr wirft dann mit Fäkalien auf sie. Je weiter weg, umso mehr Punkte. Das ist wirklich das komplette Spiel. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr die Exkremente nicht zu schnell nacheinander schleudert, denn dann kann eure Kacke auch überhitzen und ihr könnt kurzzeitig nicht mehr werfen. Wer kennt es nicht aus dem wahren Leben? Außerdem kann man natürlich noch weitere Level freischalten, wie einen Park, eine Zombie-Variante oder diesen tollen, unbeleuchteten Flughafen, wo man einfach mal nichts sieht. Ich meine, nicht zu sehen ist ehrlich gesagt ein Segen für dieses Spiel. Ab und an liegen auch mal ein paar Power-Ups rum, wie hitzereduzierende Dynamitstangen. Und mit dem Geld, das ihr euch durch das Scheiße-Schmeißen verdient, kurioserweise entlohnt euch nämlich irgendwer im Spiel dafür, dass ihr mit eurer Notdurft auf Passanten wirft. Cool. Könnt ihr neue Waffen kaufen mit verbesserten Stats oder kleine passive Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine Taschenlampe, um so gegebenenfalls das Flughafen-Level in seinem vollen Glanz erleben zu können. Oder Skins. Skins für euren Kothaufen. Ah ja, nehme ich mein Exkrement nun in grün und mit einem leichten Touch von alten Fisch und Pfefferminz? Oder versuche ich es doch mal mit der hellbraunen Kombination aus Lakritz, Bohnen und Kaffeesatz? Haha, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und da soll noch mal irgendwer sagen, Videospiele wären keine Kunst? Im Kern bleibt Pupslinger aber einfach genau das, was auch auf der Verpackung zu sehen ist. Ein Haufen Scheiße. Ein unglaublich langweiliges, unnötiges und wie ein simples Flash-Game aussehendes Spiel, das gefühlt jeder Hobbyentwickler in 30 Minuten selbst programmieren könnte und eigentlich keine 2 Euro kosten dürfte. Aber das hat den kleinen, fragwürdigen Publisher Limited Rare Games vor ein paar Jahren nicht davon abgehalten, dem Spiel eine physische Version zu spendieren. Und damit kommen wir wieder zu meinem Paket und dem Grund für dieses Video. Denn so scheiße das Spiel auch ist, Pupslinger ist auch etwas Besonderes. Ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, insgesamt gibt es das Spiel weltweit nämlich offiziell nur 84 Mal. Und wie das Ganze zustande kam, ist nicht nur recht interessant, sondern auch mehr als merkwürdig.
Denn am 01.04.2019 wurde auf der recht dubios und amateurhaft wirkenden Seite von Limited Rare Games das Spiel für knapp $34 nach schleppenden Start und um die Kosten der Produktion doch noch decken zu können, später am Tag gerüchteweise auch für $50 in einer auf 820 Stück limitierten Auflage angeboten. Was schon ein wenig stutzig machte, denn die Mindestauflage für eine Disc-Produktion bei Sony liegt bei 1000 Stück. Das würde bedeuten, dass man 180 Exemplare bewusst nicht zum Kauf angeboten hat. Ich bin jetzt kein Fachmann und natürlich ist das eine normale Praxis im Handel, dass man einen Teil des Inventars nicht abverkauft, um fehlerhafte oder beim Versand verloren gegangene Bestellungen ersetzen zu können. Aber für mich klingt die Menge der absichtlich nicht zum Verkauf angebotenen Exemplare doch ein wenig verdächtig hoch. Nicht, dass denn noch irgendjemand nachträglich und zu überhöhten Preisen seine noch übrig gebliebenen Spiele auf dem Zweitmarkt anbieten will, aber naja. Da das Spiel außerdem am 1. April angeboten wurde und der Chef des Unternehmens auf X bzw. damals noch Twitter ebenfalls ein höchst unprofessionelles Auftreten hinlegte, nicht nur, dass er die ganze Zeit im gebrochenen Englisch kommunizierte, er behauptete zum Beispiel auch, dass er sofort pleite wäre, wenn man nicht unmittelbar genügend Spiele verkaufe, da das gesamte Geschäftsmodell fremdfinanziert war. Ja gut, das ist in der Wirtschaft nicht ungewöhnlich, aber dass eine Bank sofort die Ware einzieht und dem Kunden keine weitere Möglichkeit lässt, die Tilgung bzw. Zinsen auf andere Art und Weise zu leisten und auch keinen Aufschub gewährt, das ist schon mehr als merkwürdig. Da auch das Logo der Firma extrem nah angelegt war an dem von Limited Run Games, beziehungsweise im Laufe der Zeit sogar mehrfach gewechselt wurde, gingen viele einfach davon aus, dass es sich hierbei um einen April-Scherz handelte oder dass es ein Betrüger sein musste. Es waren einfach zu viele Red Flags und so kam es, wie es kommen musste. Nur wenige gingen dieses Risiko ein und bestellten das Spiel. Laut eigenen Angaben wurden so lediglich 84 Exemplare von Pupslinger verkauft. Eine Katastrophe. Was würde nun mit den Spielen passieren? Was würde mit den Bestellungen passieren? Kurz darauf wurde dann auch noch die Website von Limited Rare Games gelöscht und der chaotisch wirkende Chef erklärte, dass die Verkäufe nicht reichen, um die Kosten zu decken und dass er nun pleite sei. Was? Ich meine, hätte er mal auf den Fachmann gehört. Einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Die bezahlten Spiele sollten aber dennoch versendet werden und der Rest der vorproduzierten Ware würde zur Tilgung der Schulden verwendet. Das Ganze war wie gesagt wirklich sehr dubios, aber als dezenter Sammler konnte ich damals nicht widerstehen und bestellte mir ein Exemplar. Im schlimmsten Fall wären halt 40 Euro weg gewesen, aber das war mir das Risiko wert. Aber zum Erstaunen aller wurde Pupslinger tatsächlich ausgeliefert. Auch ich bekam ein Exemplar. Und da es nun also wirklich real war und laut eigenen Angaben von Limited Rare Games nur 84 Stück verkauft wurden, kann man sich natürlich vorstellen, was passierte. Sammler wurden darauf aufmerksam und die Preise schossen in die Höhe. 600, 900, 1500, für bis zu $6,200 wurden neue Exemplare des Spiels auf dem Zweitmarkt verkauft und das war schon verrückt. Ich meine, das ist fast eine PS5 Pro. Mittlerweile hat sich der Sammlerwert des Spiels im neuen, verschweißten Zustand laut Pricecharting.com so bei $2,300 eingependelt. Und obwohl es ja eigentlich neben den 84 offiziellen auch noch mindestens 736 weitere Exemplare geben müsste, die ja theoretisch irgendwo bei einer Bank im Tresor liegen sollten, glaube ich nicht, dass sich der Preis des Spiels nochmal grob reduzieren bzw. sich irgendwas an seinem Status als teuerstes und seltenstes PlayStation 4 Spiel ändern wird. Dafür ist die Story einfach zu kurios und daran würde sich auch nichts ändern, falls die übrigen Exemplare irgendwann doch nochmal auf den Markt kommen würden. Pupslinger ist und bleibt der Holy Grail eines jeden PlayStation 4 Sammler. Dabei ist das Spiel doch aber so scheiße! Merkt das denn keiner? Wie kann so etwas an der Spitze des PlayStation 4 Collectings stehen? Wollen wir auf ewig an einen Scheißhaufen denken müssen, wenn in 20 Jahren zurückgedacht wird auf die großartige PlayStation 4 und ihre Schätze? Das kann doch nicht sein! Deswegen musste ich etwas unternehmen. Und Leute, was soll ich sagen? Es tut mir leid, aber 9,6 A++! Rente! Ich komme!